Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich versuche mal, bevor es dunkel wird, in der Hoffnung, dass man mich so lange noch sieht, mal wieder was ein bisschen Komplexeres zu erklären. Und zwar die Fragestellung, ob es, beziehungsweise warum und wie das Ganze funktioniert und wieso und überhaupt wechselgrüne und immergrüne Baumarten. So, und da steige ich jetzt gleich mit ein, weil ich keine Zeit habe für großes Vorgeplänkel. Es ist ja so, dass man in Deutschland davon ausgeht, dass Nadelbäume immer grün sind, also auch im Winter Nadeln tragen und Laubbäume wechselgrün sind und es heißt, ihre Blätter im Herbst abwerfen und im Frühjahr frisch austreiben. Und das stimmt für Deutschland ja auch. Allerdings ist es ein bisschen, ja, nicht sehr weit über den Tellerrand hinaus geschaut, diese Annahme. Mal abgesehen davon, dass es zwei Ausnahmen gibt, also ich nenne jetzt mal zwei Ausnahmen, sagen wir es mal so, auf der Nadelbaumseite die Lärche, die ihre Nadeln sehr wohl abschmeißt und auf der Laubbaumseite die Stechpalme, die ihre Laubblätter am Baum behält, auch im Winter, die also auch im Winter grün ist. Aber jetzt zurück zur globalen Ebene, wenn wir nämlich auf der uns umschauen, werden wir feststellen, dass immer grün sein bei sämtlichen Baumarten die Regel ist. Also über die Wuchsform Baum hinweg gesehen sind die allermeisten Bäume immer grün. Das ist stinknormal. Nur bei uns in Deutschland ist halt eben diese Ausnahme, dass es bei uns keinen großen Sinn macht, als Laubbaum immer grün zu sein. Anscheinend, weil das macht ja keiner, bis auf die Stechpalme. Interessant ist es jetzt allerdings, dass das aber offensichtlich ja möglich sein muss, weil die Nadelbäume machen es ja. Die sind ja immer grün. Und teilweise scheinen die Nadelbäume ja damit ein bisschen besser zu fahren als die Laubbäume. Denn warum pflanzt denn der Förster gerne Nadelbäume überall hin, also Fichte und Kiefer und das entsprechende Fichten- und Kieferäcker überall gibt? Weil die offensichtlich schneller und besser wachsen, als Laubbäume das tun. Und es ist jetzt kein Zufall, dass immergrüne Bäume in der Regel besser wachsen, als es wechselgrüne Bäume tun. Und warum und wieso und weshalb und welche Zusammenhänge es damit halt eben gibt, das ist jetzt so ein bisschen, soll zumindest so ein bisschen Teil dieses Videos sein. Ich hoffe, dass ich das einigermaßen erklärt bekomme. Ist nämlich gar nicht so einfach. Gut. Jetzt nehmen wir uns mal die Erde vor und gehen an den Äquator. Und da fangen wir quasi an. Da haben wir nämlich optimale Wuchsbedingungen für, na nicht nur Pflanzen, sagen wir für sämtliche Biomasse, die irgendwie gebildet werden kann. Tierische und pflanzliche herrschen da quasi die idealen Bedingungen. Nämlich es gibt zwei Faktoren im Überfluss, Wasser und Licht, beziehungsweise Licht in Kombination mit Wärme, also drei Faktoren eigentlich. Das bedeutet für Pflanzen, die haben 12 Stunden Licht, die haben immer genug Wasser, es ist jederzeit feucht, die können also Wasser verbrauchen, so viel sie lustig sind, sie haben keinerlei Bedürfnis, da irgendwie zu sparen und es ist auch immer so warm, dass es nie mit irgendwelchen Kälteeinbrüchen oder ähnlichen zu rechnen ist. Es herrscht immer optimale physiologische Wachstumstemperatur. Das bedeutet natürlich eben auch für Insekten, für Pilze und für alle anderen Organismen, die irgendwie vorstellbar sind. Jeder mag es im Prinzip lieber warm als kalt. Wenn man an die Kälte angepasst ist, dann ist man das deswegen, weil man dann nur noch als Einziger quasi bei extrem kalten Temperaturen überlegen kann und keine Konkurrenz mehr hat. Besser gehen und leichter leben würde auch eine an Kälte angepasste Art, wenn man sie in die Tropen reinstellt. Da hat die auch nichts dagegen. 20 Grad ist für jede Form von Organismus eine wunderbare Temperatur, die einfach immer physiologisch als angenehm empfunden wird, weil sämtliche Zellstoffwechselvorgänge und Ähnliches halt eben bei solchen Temperaturen super ablaufen. Das ist so, biologische Tatsache. Und davon gibt es sogar ausnahmsweise mal keine Ausnahme. Normalerweise ist Biologie ja die Ausnahme, Wissenschaft von der Ausnahme und das wird auch im Folge dieses Videos immer mal wieder deutlich werden, weil zu allem, was ich erzähle, gibt es immer auch eine Ausnahme. Deshalb sage ich das auch gleich. Dann muss ich es nicht 17 Mal sagen bei jeder Stelle, wo dann eventuell noch eine Ausnahme eine Rolle spielt. Also geht immer davon aus, es ist in der Regel so, aber es gibt auch immer Ausnahmen. So. Jetzt sind wir also in den Tropen. Was haben wir da? Wir haben da Laubbäume. Und zwar ausschließlich Laubbäume. Es gibt keine Nadelbäume in den Tropen. Aber dafür sind die Laubbäume alle wechselgrün, immergrün. Also die werfen ihr Laub nicht saisonal bedingt ab. Der Grund, weshalb man überhaupt Laub abwerfen sollte, kann
weshalb es eventuell effizient und eine gute Idee ist, das zu tun, ist nämlich Stichwort saisonal oder saisonal, wenn man das ein bisschen französisch aussprechen möchte. Also sobald Jahreszeiten ins Spiel kommen, macht es überhaupt erst Sinn, als Baum darüber nachzudenken. Nachdenken in Anführungszeichen, wer weiß, ob er das wirklich tut. Vielleicht, ich gehe irgendwie fast so ein bisschen davon aus, aber egal. Jedenfalls, das macht erst Sinn, wenn Jahreszeiten ins Spiel kommen. Und zwar auch erst dann, wenn positive und negative aus Pflanzensicht, beziehungsweise aus Sicht des Lebens, muss man eher sagen, Jahreszeiten ins Spiel kommen. Denn in den Subtropen gibt es auch schon relativ bald Jahreszeiten, nämlich Regenzeit und, wichtig, Nicht-Regenzeit. Da darf man nämlich nicht unterscheiden, also das gibt es dann später auch, aber jetzt erstmal wirklich in den Randsubtropen, die kurz vor den Tropen liegen, da kann man wirklich dann unterscheiden eben in eine Zeit, in der es dauernd regnet und eine Zeit, in der es nicht dauernd regnet, aber trotzdem immer feucht ist. Für Pflanze ist das egal, immer feucht ist wunderbar, es muss nicht die ganze Zeit regnen. Aber wenn es die ganze Zeit regnet, ja gut, dann macht man ein bisschen weniger Photosynthese, weil dauernd Wolken am Himmel sind, aber schlimm ist das auch nicht, da kann man immer noch wunderbar wachsen und es macht nichts. Also heißt, beide Jahreszeiten sind immer noch super fürs Wachsen und da ist alles in Ordnung. Da können noch immer riesige, ausgedehnte Wälder mit gigantischer Biomasseproduktion entstehen. Interessant wird es jetzt erst, wenn wir uns in einen Bereich begeben, wo wir einen trockenen Sommer haben. Das wäre dann jetzt so, bleiben wir von der Wüste weg, also jetzt nicht gleich Sahara, aber zum Beispiel so der Mittelmeerraum. Einfach mal, um ein Beispiel zu nennen. Die Sommer sind da meistens so trocken, dass es jetzt erstmals notwendig ist, sich in einer von zwei verschiedenen Formen gegen Trockenheit zu wappnen. Also gegen einen klimatischen Faktor, der eben nicht optimal ist. Eine Jahreszeit, die ein Problem darstellt. Und diese zwei Möglichkeiten, die man da ergreifen kann als Pflanze, sind einmal Anpassung oder Ausweichen. Anpassung sieht so aus, dass man seine Blätter, die ja standardmäßig, davon gehen wir aus, immer noch immer grün sind. Und es sind immer noch Laubblätter. Wir haben standardmäßig immer noch Laubbäume. Jetzt muss man die Blätter, die standardmäßig halt eben ähnlich aussehen wie unsere einheimischen Blätter, hier so ein labbriges Ding, sowas Weiches, nicht weiter besonders gegen irgendwas Geschütztes. Das kann man jetzt nicht mehr brauchen. Man braucht jetzt ein Spezialblatt, das eben angepasst ist gegen Trockenheit. Und was braucht es dann? Ich hole mal schnell eins. Hoffentlich zeigt mich keiner an. Das Ding steht nämlich unter Naturschutz, aber wegen einem einzelnen Blatt. Das wird keine sehr teure Anzeige und es dient ja pädagogischen Zwecken. Das hier ist ein angepasstes Blatt. Und zwar ist das angepasst gegen so ziemlich alles. Trockenheit, teilweise sogar noch gegen Fraßfeinde und gegen Kälte. Es ist also so ein universal überdauerungsfähiges Laubblatt. Handelt sich hier um ein Blatt vom Ilex, unserer einzigen einheimischen, immergrünen Laubbaumart. Also quasi das perfekte Beispiel und dazu werde ich nochmal demnächst ein eigenes Video machen zum Ilex. Aber schauen wir uns jetzt dieses speziell angepasste Blatt mal an. Also, es ist erstens mal, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber es wirkt ein bisschen dicker im Vergleich zu ja, so einem Standardlaubblatt, was wirklich in der Regel einfach super, super, super dünn ist. Und es fühlt sich auch ein bisschen dicker an, ist es nämlich auch. Des Weiteren fühlt es sich einfach sehr mechanisch fest an, fasst sich ganz anders an vom Gefühl her als so ein normales Blatt, was man ja auf winzige Größe zusammenknautschen kann. Und weg. Geht hier nicht. Also man kann das schon, das bricht eher, wenn man versucht, es zusammen zu knautschen. Kann man richtig durchbrechen. Allein das spricht ja schon von einer gewissen mechanischen Stabilität. Und jetzt hat es eben diverse Anpassungen. Das sind nur Beispiele. Es gibt noch viele andere Möglichkeiten, sich gegen Trockenheit anzupassen. Aber es hat eine reflektierende Oberfläche. Die spiegelt hier, das kann man im Licht ganz gut sehen, nämlich ganz ordentlich. Das ist ein Schutz gegen Strahlung. Je reflektierender eine Oberfläche ist, desto mehr Strahlung wird quasi direkt wieder wegreflektiert. So ein Blatt heizt sich weniger auf, nimmt weniger Licht auf, wird weniger heiß. Strahlungsschutz ist immer eine gute Idee, wenn man möglichst ja, gegen Trockenheit eben vorgehen möchte, wenn Hitze ein Problem darstellt. Außerdem hat so ein Blatt jetzt eine sehr dicke und sehr dichte Cuticula. Und wenn ihr so ein Blatt mal
anfasst oder eine beliebige, daheim zum Beispiel einen Gummibaum, wenn ihr einen Gummibaum irgendwo rumstehen habt, wenn ihr den anfasst, werdet ihr feststellen, der hat eine sehr gummiartige, bisschen ledrige vielleicht Oberfläche auf der Blattoberseite. Wichtig, Blattoberseite. Auf der Blattunterseite ist das erheblich weniger der Fall. Das hat einen Grund, weil hier oben drauf ist die Cuticula. Das ist eine Wachsschicht, deshalb fühlt sich das auch so ein bisschen wachsig an, die dafür dient, das Blatt auf der Oberseite wasserdicht zu machen. Denn in einem Blatt selber ist ja immer eine gewisse Wassersättigung gegeben. Ein Blatt braucht natürlich Wasser im Blatt, weil was macht ein Blatt? Photosynthese. Und was ist Photosynthese? Die Umwandlung von Luft mit Wasser in Zucker unter Zuhilfenahme von Licht. Das heißt, Wasser ist elementar notwendig, zusammen mit Luft, damit ein Blatt überhaupt tun kann, was es tut. Und das habe ich, glaube ich, wirklich schon oft genug erwähnt, aber ich sage es nochmal. Alles Leben auf dem Planeten basiert auf der Photosynthese, weil die Photosynthese der einzige Prozess ist, der aus Luft und Wasser Biomasse produzieren kann. Und Biomasse zu essen muss jedes Tier. Also, liebe Veganer, irgendwas müssen wir umbringen. Um am Leben zu bleiben. Irgendwas immer. Und wenn es nur Mikroorganismen oder sonst was sind. Egal. Jedenfalls, Photosynthese geht halt eben nicht ohne Wasser im Blatt. Und das Problem ist jetzt, wenn das Wasser knapp wird im Boden, das wird ja durch den Stamm nach oben transportiert und landet letztendlich in den Blättern. Wenn das Wasser im Boden aber extrem knapp ist, weil es ewig nicht geregnet hat, weil wir eine Trockenzeit haben, dann ist zu allem Überfluss auch noch hohe Temperaturen meistens gegeben und die Luft ist wahnsinnig trocken. Das heißt, unser Wasser im Blatt neigt dazu, sehr stark nach außen zu strömen in die trockene Luft, weil wir haben ein Konzentrationsgefälle von feucht zu sehr, 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 sehr trocken. Und wer schon mal ein trockenes Handtuch in ein feuchtes Wasser geworfen hat, wird festgestellt haben, dass trockenes Handtuch danach genauso feucht ist wie Wasser. Und das ist ein blödes Beispiel, aber ich finde das eigentlich ganz anschaulich. Wasser tendiert immer dazu, sich dahin zu bewegen, wo es trockener ist, als das Wasser, wo es in hoher Konzentration vorkommt. Deshalb strömt Wasserdampf aus einem Blatt. Und das ist auch wichtig, weil gleichzeitig mit dem Rausströmen von Wasserdampf aus dem Blatt kann da überhaupt erst Luft reinströmen. Und Luft ist ja der andere Bestandteil, der für die Photosynthese unbedingt dringend notwendig ist. Jo, weshalb eben ein Blatt auch nicht einfach sagen kann, ich mache hier oben Wachsschicht drauf, dann bin ich da wasserdicht. Und ich mache hier unten Wachsschicht drauf, dann verbrauche ich überhaupt kein Wasser mehr. Das geht ja nicht, ne? Weil es muss ja auch noch gleichzeitig Luft reinkommen. Und die Natur hat noch kein System erfunden, das gleichzeitig wasserdicht und luftdicht ist. Außerdem wird bei der Photosynthese ja Wasser auch in dem Sinne verbraucht, dass es abgegeben werden muss. Das ist ja ein Abbauprodukt. Also es spielt alles miteinander eine Rolle. Die Möglichkeit, ein komplett wasserdichtes Blatt eben zu bauen, die gibt es nicht für eine Pflanze. Ich kann meinen Handschuh mal wieder anziehen, es wird nämlich langsam wieder ein wenig kühl an der Pfote. Das ist also die Sache mit der Anpassung, ne? Man braucht ein lederartiges, festes Blatt, um Transpirationsschutz zu haben. Eine Möglichkeit wäre auch noch, dass man auf der Blattrückseite jetzt lauter so Härchen, weiße Härchen zum Beispiel anbringt oder auf der Blattoberseite weiße Härchen. Wenn das Blatt quasi weiß aussieht, dann reflektiert es ja auch wieder jede Menge Sonne. Das wäre eine Möglichkeit zur Reflexion. Weiße Härchen auf der Unterseite oder auch braune Härchen, das ist relativ egal. Die sind dann wieder dafür da, dass eine insgesamt sehr wassergesättigte Luftschicht quasi an den Spaltöffnungen des Blattes, also dem Ort, wo der Gasaustausch stattfindet, also Luft rein, Wasser raus, Wasserdampf raus, wenn durch diese Haare da quasi eine Mikroluftschicht dran gehalten wird, wie unsere Haare das auch tun, wie ein Tierfell, also das bisschen, was wir davon noch haben, soll ja eine wärmere Luftschicht am Körper halten, um einen eben entsprechend zu wärmen. Und so funktioniert das genau mit diesen Haaren auch. Nur, dass die halt in diesem Fall eine feuchtere Luftschicht am Blatt halten sollen, damit das Konzentrationsgefälle zwischen sehr feucht im Blatt und nicht ganz so feucht draußen in der Luftschicht erheblich geringer ist als sehr feucht im Blatt und extrem trockene Luft. Soweit, so klar, hoffe ich. Also das wäre jetzt nur noch mal so ein Beispiel. Und da jetzt eben, ich nehme das mal gleich vorweg,
wir es hier mit einem Blatt zu tun haben, das auch gleichzeitig gegen kalte Temperaturen geschützt ist, dafür braucht man eigentlich nur noch eine große Stabilität. Ein sehr solide gebautes Blatt, ein festes Blatt, weil dann hat man die Möglichkeit als Pflanze, die Zellwände gefrieren zu lassen, dass ich also wirklich zum Beispiel, das wäre eine Möglichkeit, es gibt immer mehrere Beispiele, dass sich dann im Blatt selber tatsächlich Eis bildet, aber bei so einem Blatt würde das dann einfach kaputt gehen. Ja, da bildet sich Eis, Wasser dehnt sich aus, das Blatt zerreißt, weil sich da Eis drin gebildet hat, ist dann kaputt. So ein Blatt hingegen ist da so stabil, dass es einfach diese Ausdehnung des Wassers in den Zellwänden überlebt. Aufgrund der mechanischen Stabilität. Wäre nur, wie gesagt, ein Beispiel von vielen. Okay, das ist also die eine Möglichkeit. Wir haben Laub, das so sehr spezialisiert, so sehr angepasst ist, dass wir Trockenheitsphasen oder auch den Winter eben entsprechend überstehen. Aber jetzt gehen wir erstmal von Trockenheitsphasen aus. Wir sind ja noch im mediterranen Raum am Mittelmeer unterwegs. Die Alternative, ich habe es ja schon gesagt, ist dem Problem einfach ausweichen. Und da kommt jetzt zum ersten Mal der wechselgrüne Laubbaum ins Spiel, weil der wirft im Fall vom Mittelmeerraum, gibt es Laubbäume, die machen dann einfach das andersrum als bei uns. Die schmeißen im Frühling ihr Laub ab, sind dann quasi unbelaubt im Sommer in der großen Trockenheitsperiode und im Herbst treiben sie wieder aus. Und ja, das ist halt eben einfach das Ausweichen des Ganzen. Die beiden Möglichkeiten gibt's. Jetzt gehen wir mal zu uns. Da haben wir ja, das habe ich ja jetzt schon erklärt, obwohl ich es eigentlich didaktisch erst jetzt machen wollte. Ja, ich glaube, das hat man trotzdem kapiert. Auch wieder die Möglichkeit, den Winter, bei uns ist ja die Sommertrockenheit nicht so sehr das Problem. Im Gegenteil, im Sommer findet das Hauptwachstum bei den Bäumen statt. Wir haben nämlich einen tendenziell, also jetzt im letzten Jahr nicht und im vorletzten Jahr auch nicht, aber zumindest theoretisch haben wir einen sehr feuchten Sommer und gute Wachstumsbedingungen für Pflanzen. Der Hauptjahresniederschlag kommt nämlich im Sommer runter. In kurzen, relativ starken Regenereignissen, während es im Winter durchaus mal gefühlt den ganzen Winter immer ein bisschen nieseln kann. Aber mengenmäßig kommt erheblich mehr Wasser im Sommer runter. Theoretisch und bevor es den Klimawandel gab. Das ist ja inzwischen alles schon gar nicht mehr so gewiss. Also im Sommer kann man gut Photosynthese machen. Im Winter ist das Problem, dass der Winter früher ja mal, dieses Jahr auch wieder, ist alles durcheinander, super kalt gewesen ist und es auch geschneit hat und so weiter und so fort und mit vor allen Dingen Frost als schlimmer Faktor zu rechnen gewesen ist. Und wenn man jetzt eben, das habe ich ja schon gesagt, so ein Blatt hier hat und das gefriert, dann reißt das halt und ist kaputt und es ist im Eimer. Daher ist es halt quasi sinnvoller, man sagt, okay, im Winter lohnt sich das mit der Photosynthese überhaupt nicht. Die Tage sind eh nur so kurz, ich kann am Tag vielleicht 8 Stunden Photosynthese machen, 7 Stunden, wenn es dumm läuft, je nachdem, wo man ist, auch nur ganz wenige Stunden, wenn man zum Beispiel jetzt mal in Richtung Skandinavien, Kanada oder ähnliche Länder geht. Das lohnt sich nicht, ich werfe mein Laub lieber ab und warte eben, bis das Ganze rum ist mit dem blöden Winter und im Frühjahr treibe ich wieder aus. Ja. Der, wie ich finde, sehr interessante Knackpunkt, der jetzt auch ein Grund für dieses Video ist, ist halt eben, dass wir in Deutschland beides haben. Wir haben immer grüne Bäume, wir haben aber auch wechselgrüne Bäume. Das bedeutet, es ist offensichtlich möglich, beide Systeme zu fahren. Also einmal das Anpassen und Aushalten und einmal das Ausweichen. Und beides steht direkt nebeneinander. Vielleicht kann man im Hintergrund, habe ich da gerade. Ja klar, da steht ja ein Ilex, der ist ja immer grün und dicken Bäume drumherum. Also hier, was man alles so im Hintergrund sieht, das sind alles größtenteils Eichen, ein paar Buchen und Kastanien hier. Und die sind ja alle wechselgrün. Was ist jetzt nun der Unterschied? Warum gibt es beides? Warum scheint beides Sinn zu machen? Und da muss man jetzt sagen, wenn man immer grün ist, hat man einen größeren Aufwand für sein Laub. Sprich, Laub ist teuer, weil Laub muss ja geschützt sein gegen möglicherweise aufkommende Probleme. Sonst geht einem das Laub ja dauernd verloren. Zum Beispiel im Winter, wenn alles abfriert, dann ist es ja auch weg. Und da ist es
möglicherweise eben für viele Baumarten hier bei uns besser vorher die Nährstoffe, die man sonst verliert, weil das Blatt mitsamt der Nährstoffe, die drin sind und der wichtigen Bauteile, die drin sind, quasi platzt und runterfällt und kaputt ist, ist es halt eben besser. Man recycelt vorher das Blatt, wirft quasi die leere Hülle, in der kaum noch wertvolles Material für den Baum drin ist, runter und behält die Nährstoffe, um sie im Frühjahr in ein neues Blatt dann wieder auszutreiben. Und abgesehen von den Nährstoffen, die in dem Blatt drin sind, solange es am Baum hängt, nicht mehr, wenn es runtergeworfen wird, kostet so ein Blatt dann nur noch ganz, 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 ganz wenig Kohlenstoff. Kohlenstoff ist ja die Währung, mit der Pflanzen ihr Material bezahlen sozusagen. Also neben dem Kohlenstoff braucht man als Laubbaum kaum noch irgendwelche anderen Nährstoffe, um Blätter zu produzieren. Weil, wie gesagt, die hat man ja im Jahr davor, im Herbst, aus den Blättern rausgeholt. Mehr oder weniger fast verlustfrei und kann jetzt nur mit einem ganz, ganz minimalen Maß an zusätzlichen Nährstoffen eben das Blatt wieder austreiben und es kostet einem bloß Kohlenstoff. Und Kohlenstoff ist ja kein Mangel, weil davon hat man ja reichlich, weil man ist ja eine Pflanze und kann ja Photosynthese. Kohlenstoff kann man also quasi aus dem Nichts produzieren. Ja, und wenn man sich halt eben so ein festes Blatt baut, braucht man logischerweise auch mehr Baumaterial. Das ist ja meiner Meinung nach ziemlich selbsterklärend. Und das Problem ist jetzt, so ein Blatt braucht auch entsprechend mehr zusätzliche Nährstoffe außer Kohlenstoff. Kohlenstoff ist zwar die Hauptwährung, ist aber eben, wie gesagt, eigentlich nicht teuer, weil kann man aus der Photosynthese relativ gut sammeln. So ein Blatt enthält aber viel mehr Stickstoff zum Beispiel. Und Stickstoff, da ist schon deutlich schwieriger ranzukommen. Und das kann schon mal ein ziemlicher Mangelfaktor sein. Wenn einem jetzt also so ein Blatt abhanden kommt, so ein stabiles, das eigentlich abhanden kommen soll, das möglichst 3, 4, 5 Jahre am Baum bleiben soll, dann ist das schon ein deutlicher Verlust. Wenn ein Laubbaum hingegen ein Laubblatt verliert, der Verlust hält sich in Grenzen, weil die generell ja nicht so teuer gewesen sind. Ein gewisser Verlust ist es natürlich trotzdem, weil wenn man es im Sommer verliert, dann sind ja die ganzen Nährstoffe noch drin, die man ja sonst normalerweise wieder vorher zurückgezogen hätte, bevor man es von alleine abwirft. Aber trotzdem, der Schaden ist erheblich geringer als beim Verlust solcher überdauerungslangfristig lebender Blätter. Das ist also das Risiko, dass quasi ein Nadelbaum damit eingeht, beziehungsweise ein immergrüner Baum, Nadelbaum und Ilex, mit dieser immergrün sein. Das Risiko besteht darin, wenn man viele Nadeln verliert, kann man den Verlust wahrscheinlich so schnell nicht mehr kompensieren und das wird dann schon zu einem gewissen Gesundheitsrisiko. Laubbaum, selbst wenn der durch zum Beispiel ein Trockenheitsereignis im Sommer sämtliche Blätter verliert, ist das nicht so dramatisch, weil er meistens noch genug Reserven hat, um im nächsten Frühjahr, in dem es dann hoffentlich nicht mehr trocken ist, trotzdem noch normal auszutreiben und er hat dieses Trockenheitsereignis also vergleichsweise unbeschadet überstanden. Anderes Szenario, es ist wirklich so trocken, dass ein Nadelbaum oder ein Ilex, obwohl sie speziell angepasste Blätter haben, die Trockenheit besser vertragen als Laubbaumblätter es tun, wenn die sämtliche Nadeln verlieren, beziehungsweise sämtliche Blätter, dann sind sie tot. Da war's das. Also wenn da wirklich alles runterkommt und ein Nadelbaum vertrocknet ist im Sommer, der hat keine Restart-Option, wie das halt eben einem Laubbaum in den allermeisten Fällen dann eben noch möglich ist. Gibt natürlich auch da wieder Ausnahmen. Es kann auch sein, dass ein Nadelbaum nochmal austreibt, aber es ist eher unwahrscheinlich. Wahrscheinlich ist er dann tot. Ja, das ist halt eben so ein bisschen das Risiko. Jetzt aber. Sollte kein negatives Ereignis eintreten, zum Beispiel keine Sommertrockenheit, die einen alle Blätter abwerfen lässt, zwangsweise im Sommer frühzeitig, dann hat ein Nadelbaum natürlich den großen, großen Vorteil, beziehungsweise ein immergrüner Baum, dass sobald im Winter kurzfristig, wenn es mal nicht kalt ist, Bedingungen herrschen, in denen Photosynthese möglich ist, ein Nadelbaum Photosynthese auch machen kann. Ein Laubbaum hat die Option nicht. Der Winter kann noch so warm sein, er ist im Herbst davon ausgegangen, es wird ein harter Winter, er hat sein Laub abgeworfen und jetzt hat er keine Option darauf, nochmal mit zusätzlicher Photosynthese quasi daraus einen Vorteil zu ziehen, dass der Winter überhaupt nicht kalt ist. Daher kriegt ein Nadelbaum bzw. ein immergrüner Baum im Winter natürlich noch enorme Wachstumsvorteile, die ein Laubbaum so nicht hat.
Trotzdem ist ein Laubbaum ja oft gegen einen Nadelbaum unter Umständen konkurrenzfähig und die natürliche Vegetation von Deutschland wären ja größtenteils wechselgrüne Bäume mit nur ganz geringen Ausnahmen von Nadelbäumen an speziellen Standorten. Dazu komme ich ja auch noch. Heißt, irgendwie muss das System wechselgrün ja dann also besser sein, wenn es sich langfristig gesehen gegen die immergrünen Bäume auszahlt. Und das liegt halt eben daran, dass so ein Restart im Frühling-System quasi einfach langfristig gesehen langlebiger ist als ein, wenn es eine Katastrophe gibt und meine zwar geschützten Blätter bzw. Nadeln sind ja auch Blätter botanisch gesehen, sind halt dann doch mal hops, dann bin ich tot. Langfristig gesehen ist das System nicht so gut wie das mit dem eingebauten Restart. Auch wenn man als Nadelbaum tatsächlich in unseren Breiten in der Regel schneller wächst und mehr Zucker produziert, mehr Kohlenstoff assimiliert, mehr Photosynthese machen kann, weil halt eben dieser Bonus mit dem Winter dazukommt. Außerdem kann man im Frühjahr, wenn die Bedingungen für Photosynthese schon richtig gut sind, sofort loslegen, während ein Laubbaum, der muss erst austreiben. Der muss quasi warten, bis es soweit ist. Dann aber wiederum ein Vorteil auf der Nadelbaumseite. Sollten im Frühjahr richtig beschissene Bedingungen herrschen, also es ein extrem trockenes Frühjahr sein und man hat gar kein Wasser, mit dem man austreiben könnte als Laubbaum, ja, dann ist man ziemlich im Eimer, weil wenn man nicht austreiben kann, dann kann man auch keine Photosynthese betreiben. Man hat vielleicht noch ein gewisses Maß an Vorräten, um quasi über den Winter zu kommen und die man ja auch gespeichert hat, um halt eben im Frühjahr austreiben zu können. Das braucht ja auch Energie und gewisses Maß an Zuckervorrat, damit einfach die entsprechenden Nährstoffe dann auch vorhanden sind und alles Mögliche ist da im Baum gespeichert über den Winter. Da ist dann auch wieder ganz klar ein immergrüner Baum im Vorteil, weil der kann zwar auch keine neuen Nadeln bilden, weil ja Frühjahr absolut miese Bedingungen und so weiter, aber der hat wenigstens noch ein paar Nadeln übrig und kann dann zumindest ein bisschen Photosynthese betreiben, egal wie schlimm das Frühjahr ist. Er hat noch ein paar Nadeln und quasi damit sozusagen noch Überlebensoptionen auf der Bank sozusagen. Das ist also dann wiederum ein Risiko auf Laubbaumseite. Trockenes Frühjahr ist für die ziemliches Gift. Wenn der Austrieb nicht richtig stattfinden kann, das ist ziemlich Also, wie man sieht, es hat so Vor- und Nachteile, hat alles so ein bisschen für und wider und so weiter. Die bisherige Entwicklung ist halt eben so gewesen, Laubbaum ist langfristig begünstigt, auch wenn er langsamer wächst als Nadelbaum. Weil schnelles Wachstum, gut, das bringt diverse Konkurrenzvorteile, das ist alles eine schöne Sache. Wenn man aber relativ häufig stirbt, weil halt einem eben entsprechend Nadeln abhanden kommen wegen irgendwelchen Schadereignissen im Sommer. Und Laubbäume haben ja noch diverse andere Anpassungen. Es geht jetzt nicht nur allein um den Faktor mit dem Wechselgrün und dem Immergrün. Aber scheinbar muss das ja irgendwie offensichtlich, dadurch, dass sich ja Laubbäume durchgesetzt haben, die bessere Variante sein. Bei uns in Mitteleuropa Wechselgrün offensichtlich schlauer. Der Fairness halber muss man dazu sagen, grob sind die Unterschiede in der Photosyntheseleistung zwischen Laub- und Nadelbaum auch gar nicht so groß. Also ein bisschen schneller wächst der Nadelbaum, der bildet aber in der Regel auch weniger dichtes Holz. Also wenn es um die reine Assimilationsleistung aus der Photosynthese geht, ist zum Beispiel eine Buche und eine Fichte jetzt gar nicht so weit auseinander, wie man von der Wachstumsgeschwindigkeit her denken würde. Eine Buche braucht einfach mehr von assimiliertem Kohlenstoff, um halt eben auszutreiben, hat diesen Zusatzaufwand, diesen Zusatzenergieaufwand, den eine Fichte nicht hat. Wenn bei der alles gut läuft, spart die enorm Energie, weil sie nur wenig neue Nadeln jährlich nachbilden muss. Aber wieso ist eine Buche dann trotzdem bei ähnlicher Photosyntheseleistung? Weil die Buchenblätter, die jedes Jahr frisch austreiben, haben jedes Jahr ein frisches, neuwertiges Photosynthesesystem, Palisadenparenchym. Das ist umso effektiver, je neuer es ist. Mit den Jahren nimmt da die Photosyntheserate ab. Der Photosyntheseapparat geht immer weiter kaputt, weil unter anderem hantiert er ja mit UV-Strahlung. Und UV-Strahlung ist für jedes Biomaterial nicht unbedingt gesund. Und das gilt auch für selbst den Apparat, der auf UV-Strahlung angewiesen ist. Nach spätestens so 5, 6, 7 Jahren ist so ein Blatt einfach von der Photosyntheseleistung her kaputt.
da kann nicht mehr viel funktionieren. Und dann wird eben auch ein Nadelblatt oder ein immergrünes Laubblatt entsprechend ausgetauscht. Während eben bei den wechselgrünen Bäumen jedes Jahr die absolut höchstmöglichste Photosyntheseleistung für das gesamte Jahr zur Verfügung steht und da kein Abfall bei älteren Blättern eben festzustellen ist. Gut, machen wir eine ganz kurze Pause. Gut, jetzt habe ich erzählt, bei Optimalbedingungen immergrün, perfekt. Bei Wechsel zwischen guten Jahreszeiten und schlechten Jahreszeiten immergrün, bessere Idee. Also der schlechten Jahreszeit ausweichen hat sich über viele Jahre der Evolution meistens durchgesetzt. Stimmt auch. Aber interessant ist jetzt, was, wenn wir überwiegend schlechte Jahreszeit und nur wenig positive Jahreszeit haben. Weil da ist, genau wie bei Optimalbedingungen, wieder immergrün von Vorteil. Denn wenn wir jetzt mal ein bisschen in Richtung Norden schauen und von uns weggehen, Richtung Sibirien, Kanada, Skandinavien und so weiter und so fort, dann finden wir was? Die Taiga, den borealen Nadelwald. Und der hat jetzt eben die Eigenschaft, dass es sich A, um Nadelbäume handelt, die eben nochmal eine stabilere Laubform haben, die die Frost nochmal besser erträgt als ein Laubblatt. Weshalb dann da eben jetzt auch der große Ort ist, wo die Nadelbäume überwiegend vorkommen oder im Gebirge. Alles gilt, was Richtung Norden geht, gilt in ähnlichem Maße auch, wenn es entsprechend hoch geht ins Gebirge. Aber das ist, fühlt jetzt schon wieder zu weit. Da haben wir dann halt eben so kurze Sommer, dass der Vorteil, immer grün zu sein, wirklich sich die Mühe zu machen, sein Laub so sehr abzuhärten, dass es durch den Winter kommt, der ja sehr, 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 sehr lang ist, tatsächlich besser ist, als im super kurzen Sommer extra erst auszutreiben, dann nur ganz kurz Zeit zu haben, um Photosynthese zu machen und dann das Laub wieder abzuwerfen. Denn die Vegetationsperiode ist einfach viel zu kurz. Jede Woche Sommer, die das Nadelholz dann quasi mit der Tatsache, dass die Nadeln sofort zur Verfügung stehen, sobald es warm wird, länger Zeit hat, zum Photosynthese zu betreiben, ist ein enormer Evolutionsvorteil. Also kein wechselgrüner Baum kann da mithalten. Sollte man meinen. Es gibt allerdings zum Beispiel die Lärche. Die Lärche kommt nämlich auch da vor, wo es extrem kalt ist, nämlich zum Beispiel oben in den Alpen, sehr weit oben in den Zentralalpen. Und aus irgendwelchen Gründen ist es da wohl wieder besser, wechselgrün zu sein. Weil, wenn es jetzt noch extremer wird, also noch extremer als der boreale Nadelwald, noch kälter, dann ist es nämlich nur noch mit wirklich unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich, Nadeln zu produzieren, die so einen Winter dann immer noch überleben. Da sind also die Kosten dann wieder so hoch, dass es sich dann wieder lohnt, auch wenn es viel Zeit kostet, im Sommer erst extra auszutreiben und über den Winter überhaupt nichts zu tun. Das wäre jetzt also eben in den ganz kalten Ecken der Zentralalpen, wo die Lärche natürlicherweise vorkommt, weshalb die ja auch dieses Wechselgrün-System überhaupt erst erfunden hat quasi. So, soll heißen, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zum Äquator. Vom Äquator Richtung Norden haben wir einen relativ breiten Streifen, da ist immergrün eine gute Idee, weil da die Wachstumsbedingungen optimal sind. Dann kommt der Bereich, wo wir die Jahreszeiten bekommen. Und da macht es dann unter Umständen durchaus Sinn, wenn die Phase, in der Wachstum eher blöd ist, nicht zu lang wird, wechselgrün zu sein. Beispielsweise eben der Mittelmeerraum mit der mediterranoiden Hartlaubvegetation. Nur mal so. Oder dem Lorbeerwald, das wäre jetzt noch ein anderes Beispiel. Aber da ist es in der Regel vielleicht ganz hilfreich, wenn man eben sagt, in der Trockenzeit werfe ich mein Laub ab und im Winter treibe ich wieder aus, sozusagen. Bei uns ja ein ähnliches System. Langfristig hat sich's durchgesetzt, wechselgrün zu sein. Die Laubbäume dominieren ja Deutschland natürlicherweise, wenn der Förster was anderes pflanzt, weil es kurzfristig eben zwar schneller wächst,
langfristig aber auch schneller stirbt und deswegen sich langfristig nicht gegen Laubholz durchsetzen kann, dominieren bei uns eben Wechselgrün. Wenn es jetzt aber ganz beschissen wird und die Jahreszeiten so sind, dass die vegetationsfreundliche Zone sehr, sehr, sehr kurz und die vegetationsfeindliche Zone immer länger ist, dann zählt quasi jede Woche der vegetationsfreundlichen Zone Phase, die man länger Zeit hat, auch wenn es dafür einen großen Aufwand bedeutet, seine Nadeln durch den Winter bringen zu müssen, weshalb eben in der Taiga, im borealen Nadelwald, die Nadelhölzer dominieren. So, aber wenn es jetzt noch schlechter wird und die Vegetationsperiode noch kürzer und der Winter noch härter, dass es gar nicht mehr so richtig möglich ist, Nadeln auszubilden, die das noch zu überleben, dann gibt es nur noch die Option, dann wieder wirklich wechselgrün zu werden, wie eben in den Hochlagen der Alpen, wo die Lärche vorkommt, in den Zentralalpen, also so die kältesten Ecken der Alpen. Oder das andere Beispiel im Norden, der letzte Baum, der noch vorkommt, bevor es überhaupt keine Bäume mehr gibt, ist die Birke und die ist bekanntlich auch wechselgrün. Also das ist wirklich das Letzte, was man noch an Baum überhaupt finden kann, zusammen mit der Zwergweide übrigens. Und die Birke, die ich meine, ist auch übrigens die Zwergbirke, die allernördlich vorkommendste Baumart überhaupt. Danach gibt es wirklich überhaupt keine Bäume mehr und dann hat sich das Thema Baum erledigt. Aber das Letzte, was noch vorkommt in Richtung extrem kalt, ist dann wieder wechselgrün. Man muss allerdings sagen, konkurrenztechnisch sind die dann wieder schwächer. Es gibt also einen zweiten Gradienten, nicht nur den klimatischen, sondern auch die Sache mit der Konkurrenz gegenüber anderen Pflanzen. Dass man sich also auch gegen andere Pflanzen durchsetzen kann. Und da zeigt sich jetzt wiederum, dass Wechselgrün konkurrenztechnisch einen Nachteil darstellt. Das kann man am allerbesten sehen, wenn man sich jetzt wieder hier in Deutschland umguckt und eine Fichte und eine Buche nebeneinander stellt. Kurzfristig in Sachen Konkurrenz, wenn der klimatische langfristige Faktor eben keine Rolle spielt, setzt sich dann nämlich die Fichte durch. Weshalb der Förster ja auch gerne überall alles mit Fichten zupflanzt. Und wenn mal erstmal alles mit Fichten zugepflanzt ist, ohne dass man die umschneidet und was anderes hinpflanzt, kriegt man die so schnell auch nicht weg. Über 300, 400, 500, sagen wir mal 1000 Jahre wird das auch wieder im Buchenwald. Aber das dauert halt eben. Der Konkurrenzvorteil liegt definitiv beim Nadelholz und zwar eben wegen dem Faktor Immergrün, also unter anderem. Wechselgrün setzt sich dann erst wieder durch, wenn andere Faktoren als Konkurrenz, also quasi gegenseitig Schatten aufeinander werfen, das ist jetzt so der Hauptkonkurrenzfaktor, wenn wir von Bäumen sprechen, eben wichtiger sind als die Konkurrenz. Weshalb ja auch der allernördlichste Baum wieder eben wechselgrün sein kann, weil Konkurrenz spielt da überhaupt keine Rolle mehr, da gibt es nur noch zwei Baumarten, nämlich Birke und Zwergweide. Und die nehmen sich gegenseitig nicht viel. Konkurrenz ist da völlig egal. Das sind beides so ganz winzige, krüppelige Dinger, die da am Boden entlang kriechen. Es geht einfach nur darum, die sind so weit im Norden, dass alle anderen Bäume da einfach sofort verrecken. Nur die sind angepasst genug, da noch leben zu können und die weichen sämtlicher Konkurrenz natürlich einfach aus. Jede andere Baumart ist natürlich viel größer und setzt sich viel eher durch, wenn man beides in seinen Vorgarten pflanzt. Da hat die Zwergbirke überhaupt keine Chance. Aber sie stirbt halt ein bisschen später als alle anderen und deshalb ist sie ausgewichen dahin, wo nur noch sie überleben kann. Auch wenn sie, oder gerade eben weil sie tatsächlich wechselgrün ist und super, super spezialisiert und sich nicht die Mühe macht zu versuchen, so feste Nadeln zu bauen, die minus 70 Grad noch irgendwie überleben und solche Späße. Also ob es jetzt wirklich minus 70 Grad sind, ist nochmal eine andere Frage, aber nur einfach, um mal ein Beispiel zu nennen. Ich weiß nicht, ob es in Novosibirsk überhaupt noch Birken gibt, also Zwergbirken. Na, vereinzelt bestimmt. Könnte schon sein, dass da noch die eine oder andere vorkommt. Da wäre dann jedenfalls die Ecke mit den minus 70 Grad erreicht.
Weil als Laubbaum, der im Winter keine Blätter hat, da kann es so kalt werden, wie man möchte, wie es möchte quasi. Die sind sozusagen runtergefahren. Die sind in einem Zustand, da kann man fast alles überleben. Die Knospen sind natürlich das Empfindliche, der Ansatz der neuen Blätter für das nächste Frühjahr. Aber im Fall unserer Zwergbirke liegen die Knospen ja garantiert immer unter einer wahnsinnig dichten Schneeschicht, weshalb unsere Zwergbirke eben auch so niedrig bleibt und gar nicht die Ambitionen hat, als Baum hoch nach oben zu steigen, weil a, viel zu viele Stürme, würde umfallen, b, hat sie dann nicht die Option, sämtliche ihrer empfindlichen Knospen, die vor Kälte geschützt werden müssen, eben unter dem Schnee zu lassen, wo es relativ warm ist. Also die Temperatur unter dem Schnee kann nur auf ein bestimmtes Mindestmaß von ein paar Grad minus überhaupt nur sinken. Tiefer wird es da nicht mehr. Also die ist mit Eis umgeben, besagte Knospe, aber dadurch auch gewisserweise isoliert und ja, das stellt einen gewissen Schutz dar. So, es ist dunkel, man sieht mich nicht mehr. Ich glaube, ich habe es einigermaßen auf die Reihe bekommen. War jetzt doch eine relativ schwere Geburt, das Ganze zu erklären. Ja, vielleicht findest du ein oder andere hier mal ganz interessant. So ein paar Zusammenhänge, wie das halt eben läuft mit dem Faktor Wechselgrün, immer grün. Man kann natürlich, das muss ich nochmal am Schluss dazu sagen, das auch nicht so separiert sehen. Selbstverständlich ist, ob man Wechselgrün oder immergrün ist, nicht der alleinige Faktor, weshalb Laubbäume in den Tropen dominieren. Immergrüne Laubbäume oder weshalb sich Nadelbäume im borealen Nadelwald durchsetzen, die immergrün sind. Es gibt immer noch ein paar andere zusätzliche Faktoren, aber es ist, denke ich, für die Frage, ob, es ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor. So, sagen wir es so. Und bevor es jetzt gänzlich dunkel ist, haue ich jetzt ab, weil mir gerade einfällt, dass ich nur meine Nottaschenlampe dabei habe und da bin ich nicht böse, wenn ich hier raus bin, bevor ich die brauche. Macht's gut!